Lady Betray. Lady Betray. Aber findest du die eigentlich geil? Alter, ich kann es mir schenken. Die dürfte eigentlich nur nachts auf der Straße, weil die so hässlich ist. Schlimm ist ja eine Ollen immer, die macht einen voll auf E-Manze, verstehst du? Tut so und von wegen und ficken und tralala und ich mach alle und juhu. Aber unterm Strich sind sie alle gleich, verstehst du? Können einfach alle nur ficken. Hast du mal gesehen, was die Bitte Luise hat, die Alte? Die ist da auf irgendeiner komischen Gala, kam die an mit so einem komischen, ganz selbstgeschneiderten Ding auf, wo vorne Fotze drauf stand, ne? Ja. Und ey, die hatten so ein Foto von der Zeitung, so in näherer Aufnahme. Und das sah aus wirklich wie so hier, wie Milchreis an der Seite. So, so, wirklich richtig mies, ey. Nee. Weil es gibt eigentlich Frauen, die müssen verboten werden, und da hört die eigentlich zu, wa? Ja. Nee. Ich muss echt sagen, das eigentlich gibt es noch eigentlich gibt es noch schöne Frauen. Weil hässliche muss es ja geben, damit du dich einen schönen erfreuen kannst. Und die Lady Bitch Welt gehört eigentlich dazu, zu den hässlichen. Und die durfte eigentlich echt nur nass auf der Straße, damit die Kinder erkennt. Weil am Tage wäre ein Schandfleck, ey. Stell dir mal vor, triffst sie auf der Straße am Tage. Kriegst ja einen Schlag. Na gut, ich würde dann der Revue vorbeirennen, weil das ist einfach eine Aura, die interessiert mich überhaupt nicht. Auf solche Sachen geht mir der Arsch vorbei. Ja. Dann nehmen wir an, du wirst gebucht wieder mal für einen schönen netten Porno und du musst. Sie ist die Darstellerin. Ey, das ist ja nicht klar. So viel wie ich habe, gibt es ja nicht mehr. Da passiert ja nichts. Das ist ungefähr so, als wenn du einen Kaktus ficken sollst. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Das wabbel und schwabbel und ist ja eklig. Nee, 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 nee. Ich meine, ich hab noch einen geilen Körper, ich brauche ein bisschen was auf Tuchfühlung, also. Nee, so geht ja nicht. Nee, also die Olli, die kannst du mir schenken. Und von der Mucke her kannst du ja sowieso halt in den Tonnen glauben. Das wird alles nur gefiltert, gecancelt, verstehst du? Das wird alles nur aufs Minimum reduziert und nee, ach, ist doch scheiße. Ich glaube, ich werde die beim Meister auf Igno setzen, mal. Das werde ich machen. Schreibt jetzt so oft, ne? Ja. Vor allen Dingen, was mich ja so ankotzt, die tut so, als wenn sie Wunder hat, Wunder hat für den Körper. Ey, wissen Sie, wie alt ist die? 50? Doch, ich glaube ja, aber 50 ist sie. Ist doch schrecklich, wa? Nee, geht da nicht klar. Das geht da nicht klar. Das wäre ein Grund, um schwul zu werden. Das wäre ein Grund, schwul zu werden. Auf jeden Fall. Das gibt Dinge im Leben, die machen Spaß. Das gibt Dinge im Leben, die sind scheiße. Ey, das kotzt mich voll schade an, weil das so weit überhaupt noch rumläuft. Wirklich, die müsstest du eigentlich anketten. Mit einem Timer. Und dann immer so 15 Minuten am Tag rausschicken. Und dann wieder so mit einer Einholkette, weißt du, schwupp wieder drin, zack. Dass die nur immer kurz mal so draußen ist und dann wieder drin. Die dürft ja nicht auf die Straße, das müsste verboten werden. Ja, nee. Auf die trifft der zu, der Spruch. Freunde hören ihn dann her. Ehrlich. Glaubt mir das. Die hört ihn dann her. Nirgendwo anders, wenn manchmal ins Bett. Vor allem sieht die mein Kumpel auch hier in Dreck, das ist ja wohl das allerletzte. Geht dann ja nicht klar. Da ist sowieso der Ofen aus. Vollkommen aus. Nee, also über die gibt es eigentlich nichts zu erzählen. Die kannst du einfach nur
zuklappen, wie ein Buch, weißt du? Seine Ecke stellen, klatsch. Ja. Also, heute Nacht völlig uninteressant. Verstehst du? Völlig uninteressant. Jo. Ja. Pörnchen 6, wieder wird wieder los. Da wird wieder richtig gefickt. Aber ich nenne das einfach nicht mehr ficken, ich nenne das Geschlechtsverkehr. Weil das hört sich schöner an. Mit Liebe und so, wisst ihr? Ja. Aber ficken hört sich so an, so. Rinnen wegstecken, knallen. Nee, Geschlechtsverkehr, das hört sich geil an. Das hat was, das ist so ein. Wow. Und Lady Betray eher Geschlechtsverkehr oder eher ficken? Ja, da fällt mir eigentlich gar nicht zu ein. Was denn du? Ich meine, ich sag mal, das Problem ist ja, ich kann mir das ja nicht vorstellen. Ich kann mir das ja nicht vorstellen, wie man auf sowas überhaupt draufsteigen kann. Na gut, es gibt ja auch große Handtücher mit einem Loch in der Mitte, wa? Große Badelaken oder so. Bei so einer würde mir einfach nur der Mund reichen, weißt du? So ein riesen Handtuch und nur den Mund ausschneiden. Den Rest zudecken. Dann würde es vielleicht noch klappen, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich meine, ich kenne da nicht mal ihre Zähne. Aber wenn die ihr Rolf machen, ich glaube, das wird noch schlimmer. Das passiert auch nicht. Boah, ist nee. Nee, lieber schön onanieren, weißt du? Das hat was. Das wäre in dem Fall auch besser. So, das würde ich sogar machen, wenn die neben mir sitzen würde, glaubst du? Nee, das ist ja schrecklich. Also der Gedanke ist eklig. Der ist einfach eklig. Die wollen ficken. Und die ist da ran. Oh nein! Nee. Da passiert dann nichts. Da passiert einfach nichts. Das ist ungefähr so, wenn du jetzt mir sagst, du pass auf mal hier. Oder immer auf die Tabakdose. Hol dir mal hier runter auf die Tabakdose. Hier, krieg dir mal die Tabakdose. Auf die hol ich mal jetzt ihn runter. Geht ja nicht, ja. Aber Lady Bitch Ray ist eine Tabakdose. Machst du auf, kickst drin, Junge, fast leer, wa? So ist die hoch. Nee, lass mal brennen, ey. Lass mal brennen. Es gibt Dinge im Leben, die sind echt angenehm und machen Spaß. Bald gibt es wieder ein Pörnchen, bald gibt es wieder on Tour. Das sind richtige Sachen. Und die macht ihre Fresse auf und zieht uns so in den Dreck. Nee. Die wissen ja nie, was los ist. Die sorgt sich irgendwelche Texte zusammen, verstehst du? Und zu Hause, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ruft sie zu Hause in Fußpantoffeln rum oder was mit einem dicken Badelaken oder. Mann, ist das eklig. Nee, muss ich nicht haben. Eigentlich gibt es noch schöne Frauen. Eigentlich, ne. Da wollte man aber Jesse in die aufregen. Und die weiß Gott hässliche Frauen. Ich habe ja eigentlich Lady Bitch Ray. Ich kann das ja nicht richtig aussprechen. Weil die habe ich auf Igno gesetzt, innerlich. Das ist so ein Wort, das habe ich in meinem Sprachschatz gestrichen. Wie heißt denn Lady Bitch? Gay. Gay, Ray? Nie gehört. Nie gehört. Unwichtig. Existiert die? Lebt die? Was ist? Was dick ist denn? Nee, also, muss sagen. Das war geil, dass wir mal drüber gesprochen haben, aber vergesst das einfach. Vergesst das Thema einfach, das hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Man müsste da einfach mal so ein Demo-Band drüber schicken, weißt du? Was das heißt, richtig mal so zu ficken. Oder Geschlechtsverkehr zu machen. Ja, was soll ich euch sagen? Atzen, hakt das ab. Vergeudet keine Zeit mit so einem sinnlosen Geschöpf.